Der Kreistag hat Investitionen in Höhe von mehr als 5 Millionen € für die Energiefabrik in Knappenrode jetzt beschlossen. Eine Tatsache, die ein bisschen glücklich macht, meint sicherlich Museumsleiterin Kirstin Zünke. Welche Bedeutung hat dieser Beschluss? Wir sind einfach erstmal nur unwahrscheinlich froh, dass das funktioniert hat, denn die Bestrebungen an diesem Konzept, um das es jetzt konkret geht, dieses umzusetzen, mit Leben zu erfüllen, wurde bereits seit 2002, 2003 gearbeitet. Was konkret sieht es denn jetzt nur eigentlich vor? Knapp gesagt, Verknappung. Die Energiefabrik ist als solches ein Museum des im Verband Sächsisches Industriemuseum und wir sind hier in Knappenrode auf 27 Hektar Fläche und das ist ein Museum und wer uns kennt, weiß das, kennt uns sicherlich in Verbindung mit ganz vielen Dingen, die gar nicht so dicht an der klassischen Museumsarbeit sind. Fabrikfestspiele wäre mal ein ganz großes Event, was ich nennen möchte. Und uns geht es darum, den Standort zu entwickeln. Wenn ich sage uns, meine ich jetzt in dem Falle wirklich den Landkreis Bautzen, der Eigentümer dieser Fläche ist und letztlich diesen Kreistagsbeschluss ja auf den Weg gebracht hat, die Fläche zu entwickeln und dabei dem Museum die Möglichkeit zu geben, sich aber auch als Museum museal entwickeln zu können. Das heißt, man zieht die Dinge, die bis jetzt alle unter einem großen Hut waren, inhaltlich ein Stück weit auseinander. Und das Museum Energiefabrik Knappenrode wird sich in seiner Fläche verkleinern. Der Standort Energiefabrik wird für den Gast genauso daherkommen, wie der Gast es kennt. Und ich glaube, zukünftig noch ein bisschen schöner. Was kann ich mir jetzt konkret darunter vorstellen? Die Fabrikgebäude, unsere große Fabrik 1, 2, 3, sind ja wirklich sehr, sehr markant und stehen symbolhaft für das Ganze, für die Brikettfabrik, für die Lausitzer Industriekultur, für die Energiefabrik Knappenrode. Und wir haben sehr, sehr viel Gebäude drumherum, auch da, wo wir uns heute trafen, zum Beispiel, wo ich mit meinen Kollegen momentan auch sitze oder hier in diesem wirklich sehr, sehr schönen Informationszentrum. Aber eben auch noch viele, viele kleine andere Gebäude, die mehr oder weniger genutzt werden, aber von außen und für den Gast und auch insgesamt für das Ensemble erhalten bleiben müssen. Und wir als Museum ziehen uns mit der räumlichen Nutzung, also alles das, was Museum ist, von der Verwaltung über die Arbeitsräume, über die Werkstätten, bis hin für die Dinge, die für den Besucher und für den Gast sichtbar sind, auch, wir sprachen drüber, ständige Ausstellungen in die Fabrik zurück. Heißt, wir ziehen uns aus der Fläche zurück, aus den Gebäuden. Und der Landkreis wird intensiv diesen Prozess begleiten, finanziell vor allen Dingen. Und natürlich auch schauen, dass wir mit Partnern hier auf dem Gelände Dinge umsetzen können, die nun nicht unbedingt klassische Museumsaufgaben sind. Auch ein Beispiel, sicherlich für Sie wichtig oder auch für den, der es wissen möchte. Wenn bei uns Gäste auf dem Gelände sind, das war ja ein sehr strittiger Punkt aus dem vergangenen Jahr heraus, ist es wichtig, dass man gastronomisch irgendwie versorgt wird. Das erwartet man. Wenn man in der Lausitz unterwegs ist, hat man nicht allzu viel Angebote. Auch der Radfahrer möchte dann etwas trinken, etwas essen, auf Toilette gehen, alles, was so dazugehört. Wir haben hier bei unserem Standort uns im letzten Jahr trennen müssen. Das heißt, unsere Gastronomen hat geschlossen. Es ist eine Sache, ich sage mit 25.000 Besuchern, wer ein bisschen betriebswirtschaftlich rechnet, weiß das, kann ich hier am Standort nicht überleben mit den Öffnungszeiten der Energiefabrik. Die sind ja an unser Haus gebunden. Das heißt, wir müssen 10 Uhr anfangen und 17 Uhr ist Ende. Und dazwischen muss der Gast kommen, der das Unternehmen, das kleine Unternehmen trägt. Das funktioniert so nicht. Wir haben das für unseren Besuchsbereich jetzt selber übernommen in einer ganz kleinen Form. Wenn wir uns in der Fläche verkleinern und das Museum intensiv betreiben, dann besteht die Möglichkeit, in einem der Gebäude, aus denen wir uns zurückziehen, dass auch ein Gastronom sagt, finde ich total spannend und interessant und ich komme aber mit dem ganzen gastronomischen Portfolio, angefangen von dem Equipment, was ich brauche, bis hin auch mit anderen Öffnungszeiten, dass ich dann auch wirklich sagen kann, Sommer im Lausitzer Seenland, der Gast ist tagsüber am Strand und abends fährt er durch die Lausitz, lässt sich hier in diesem wunderschönen Ambiente nieder mit dem Blick auf diese wunderschöne Backsteinfassade und kann bis 23 Uhr im Biergarten sitzen. Dann mag das funktionieren und das ist der Weg, den wir versuchen einzuschlagen. Wenn ich das richtig verstehe, wird man einige Gebäude ausgliedern, anderweitig vermieten und dann salopp formuliert den Zaun versetzen? Ja, salopp formuliert den Zaun versetzen heißt, ich muss ein Museum eingrenzen, das ist wichtig, ich muss die Fläche eingrenzen, das hat auch was mit Sicherheit zu tun für die Gäste, aber auch für uns. Aber ich muss auch das Ensemble zugänglich machen und somit hat auch dieser Ansatz des Landkreises den Charme, dass der gesamte Standort, und da nenne ich jetzt auch mal ganz bewusst den Ort Knappenrode, davon extrem profitieren kann, dass
Die Idee bzw. das Konzept, das ja weit über die Idee hinaus ist, in der Vorplanung bereits, sieht ja vor, dass die Energiefabrik wieder eingebunden wird, auch in das Straßennetz, in die Ortsverbindung wieder eingebunden wird, sodass ich Sie und ich vielleicht im nächsten Jahr, dann 2 Jahren, 3 Jahren spätestens, wir dann wirklich hier hineinfahren können und der Gast wirklich mit seinem Auto, mit zu Fuß, mit dem Fahrrad, wie auch immer, bis an die Fabrik ranfahren kann, dort sein Auto abstellt und von dort aus seinen Rundgang beginnt. Ja, wir werden den Zaun versetzen, ausschließlich um das Museum herum. Der andere Bereich integriert sich wieder völlig in die Landschaft und in den Ort. Die Zufahrt wird auch geändert, aus Richtung Koblenz kommt, aus welchem Grund? Um diese Stichstraßensituation für den Ort Knappenrode und letztendlich für die Energiefabrik wieder zu verändern. Ne, im Moment auch salopp formuliert, ich sage das mal so ein bisschen frech. Man fährt rein, anschlagen und zurück. Das ist der Besuch in Knappenrode. Es ist nicht wirklich sehr schön. Und bei der Entwicklung des Lausitzer Seenlandes gibt es ja diese Gesamtidee, dass wirklich der Gast mit dem Fahrrad um die Seen herumfahren kann. Da hat ja doch der Bürgermeister Witschers-Lohse auch viel dazu getan und engagiert sich ganz dolle. Das macht Sinn. Und wenn ich das aber wirklich möchte und der Gast dann auch wirklich kommt, ist es für den Gast nicht so schön, wenn er dann einmal 27 Hektar mit dem Fahrrad umfährt und hineinschauen kann und dann sagt, ups, jetzt ist 17 Uhr, jetzt kann ich mir das alles leider gar nicht mehr angucken, ich fahre jetzt wieder nach Hause. Bleibe ich nochmal bei der Ensemblewirkung. Beispiel Hoyerswerda hat ein wunderschönes Renaissance-Schloss, eine wunderschöne Altstadt, die mancher gar nicht vermutet in Verbindung mit Hoyerswerda und immer sehr erstaunt ist. Aber er ist dennoch erstaunt und findet es dennoch sehr schön, ohne dass er überall drinnen gewesen sein muss. Und genauso ist das hier bei uns, dass wir sagen, wir haben ein wunderschönes Ensemble, wir haben den Schornstein, die vielen kleinen Backsteingebäude, die Werkstätten, diese große Fläche, wir haben den Blick in das ehemalige Restloch DF, Graureihersee. Wir haben die Großgeräte draußen stehen, die gigantisch sind, die wunderschön sind. Und das muss ich nicht zwangsläufig einzäunen und mit einer Eintrittskarte versehen, sondern ich muss wirklich sagen, das ist es, das ist das Stückchen Lausitz, das ist das Stückchen rekultivierte Lausitz und da drinnen gibt es ein ganz, ganz tolles Museum und das hat Öffnungszeiten und da komme ich unbedingt nochmal wieder. Das ist der Ansatz. 5 Millionen sind vom Kreistag jetzt beschlossen worden, unter der Prämisse 60% müssen durch Drittmittel finanziert werden. Ist es machbar mit Fördermitteln in der Zeit? Ja. Das ist machbar mit Fördermitteln. Das hat uns ja dazu bewogen, das heißt den Landkreis jetzt den Kreistagsbeschluss auf den Weg zu bringen, weil es Vorgespräche gegeben hat. Wir haben unermüdlich in allen Gremien und in Ministerien, die dafür zuständig sind, unsere Idee vorgetragen und haben genau die Signale auch bekommen. Ja, klingt plausibel, ist gut, bringt es auf den Weg. Und aus dem Grunde haben wir das gemacht und die 60% sind, frech gesagt, nicht spinnert dahergeredet, um Kreisräte wohlgesonnen zu stimmen. Wir werden ja letztlich auch daran gemessen, sondern das ist ganz, ganz wohl überlegt und wir gehen davon aus, dass diese 60% auf alle Fälle klappen. Frau Zienke, ich danke Ihnen für die Information und für dieses Gespräch. Danke.